Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 70. Und ich habe so ein bisschen eine Entscheidung getroffen, welche mit jemandem, der wenig ziemlich hin und her gerissen war in letzter Zeit, wie wir das machen. Ich habe jetzt für mich entschieden und auch für die Aufnahme und für die Folgen, dass das jetzige Divine Divinity abgebrochen wird und wir es am Ende des Jahres nochmal neu starten. Wir werden nochmal Divine Divinity neu starten von Anfang an, weil man wird es eh nicht mehr so genau hinbekommen, wie wir es hatten, wenn es schon viel Zeit war, die wir gespielt haben. Wird es abgebrochen und dann Ende des Jahres neu gestartet, das Let's Play. Ich möchte auch, wenn Divine Divinity fertig ist, möchte ich auch die Fortsetzung sozusagen, den Nachfolger Beyond Divinity machen und Let's Playen, aber das wird dann auch erstmal wieder ein kleines Päuschen dazwischen geben. Und ich habe mir gedacht, wir Divine Divinity viel gemacht hatten und alles, ich es wieder ähnlich machen werde, mit allem versuchen, was das Spiel anbietet und rauszuholen. Und das habe ich mir auch schon wieder überlegt, dass ich das auch wieder so machen werde. Andere Sache dann, mal jetzt weg von Divine Divinity. Ich habe mir jetzt mal einen Twitch-Account erstellt. Ich will auch irgendwann mal jetzt im Laufe nächster Zeit streamen anfangen auf Twitch. Ich weiß noch nicht mit was, mit wie, mit wo, warum und allem. So genau habe ich mir noch nicht überlegt. Ich würde es halt erstmal die grundlegenden Dinge schaffen, dass ich Twitch streamen, dass ich auf Twitch streamen kann. Ich hätte gerne einen zweiten Bildschirm dafür und. Und das wäre Nummer 1. Es wäre Nummer 2. Und ich hab mal eine Frage an euch. Und zwar, was haltet ihr davon, von meinem aktuellen Game Dev, wie es läuft? Game Dev Tycoon ist ja zurzeit immer, war ja hier jemand an der Seite gesessen und hat ja mitgeredet, mit ins Mikro geredet. Es war zwar ziemlich spontan und alles, die Idee, ich musste aufnehmen, er war gerade da und ich mir gedacht, schau's halt mal zu, der wollte mal dabei sein. Warum denn nicht? Das wäre doch an sich, fand ich mir persönlich das als Let's Play an sich einfacher, weil immer ein guter Gesprächsfluss da war. Und auf der anderen Seite nicht nur das, sondern es auch fand ich, hat es viel mehr Spaß gemacht. Also es waren interessante Gespräche. Und allem drum und dran. Gut, die Qualität von der Stimme muss ich nochmal schauen, wie ich es ein bisschen hinkriege, dass wir beide ähnlich laut sind. Aber das ist das kleinere Problem. Ich fand es echt cool und allem. Hat mir Spaß gemacht. Hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Hat sich irgendwie auch angeboten, das Thema, worüber wir geredet haben. Ein Spiel, in einem Spiel, wo man Spiele entwickelt, über Spiele reden. War ganz cool. Ja. An sich war es das jetzt eigentlich auch schon wieder. So viel wollte ich gar nicht sagen. Ich habe noch ein paar einzelne Ideen im Kopf, die ich zurzeit ein bisschen am Umsetzen bin und auch ein bisschen machen möchte mit. Genau habe ich es mir noch nicht ganz überlegt. Das ist momentan noch so in der Entwicklungsphase im Kopf. Ich werde euch vielleicht später mal dazu mehr sagen, wenn es ein bisschen weiter im Kopf vorgeschritten ist. Das sind so Ideen, die man halt einfach mal kriegt, denkt man, das ist ganz cool, könnte man doch mal probieren. Und ja, das würde ich dann sagen, im Großen und Ganzen war es das eigentlich, ja, das war es eigentlich schon wieder. Es ist auch schon wieder späte Stunde, man sieht das hier auch ein wenig an der Beleuchtung, weil ich habe zurzeit tagsüber nicht viel Zeit, habe noch ein bisschen was zu tun. Ich habe jetzt am Wochenende, hier muss ich mein Laminat austauschen,
weil mein Aquarium ausgelaufen ist. Musste ich auch schnell Samstag alles erledigen und machen, und der Drucker hat auch weggesprungen, da bin ich auch mal drüber gegangen. Hab alles wieder ganz gut hergerichtet gekriegt. Der Drucker geht wieder, der Schrank schaut wieder gut aus. Also mein kleines, warte mal, mein kleines Sideboard da hinten schaut wieder gut aus, oder wie das heißt. Und das Laminat ist auch wieder in Ordnung. Zum Glück, ich habe Glück gehabt, dass es nur oberflächlich war, weil wenn es größer gewesen wäre, ist mein Aquarium ausgelaufen. Nicht gut. Ja, im Großen und Ganzen habe ich noch was. Ach ja, genau. Die meinte Windy. Wenn das jetzt nicht mehr läuft, läuft der aktuelle Game Dev Tycoon. Dann werden jetzt erst einmal bis andere Projekte folgen bis dorthin. Wir haben unser TechWorld Projekt ganz normal, was kommt. Und Game Dev Tycoon aktuell. Wenn Game Dev Tycoon ausläuft, was auch in recht bald passieren könnte. Ich weiß ja nicht, wie weit es mit der Mod ist, die ich habe, wie viel sich da verändert hat. Wird was anderes kommen. Ich habe hier hinten immer noch einen ganzen Satz Spiele, war immer noch so ein Stapel Spiele, die ich gerne mal let's playen würde. Und ich möchte auch blind reingehen, deswegen spiele ich sie selbst nicht. An sich wirklich, bis auf Divine Divinity oder Sacred, das waren halt die alten Klassiker, die ich früher gern gespielt habe, bin ich blind gegangen in Minecraft sowieso. Ich will aber jetzt in Sachen Minecraft will ich auch, habe ich mir schon überlegt, wäre fürs Twitch eigentlich ganz cool, zum Beispiel, wo ich so ein Minecraft LP normal mache, dann halt als Stream mache, so also Streaming Welt zum Beispiel. Wäre bestimmt auch ganz cool. Ja, das war's eigentlich an sich schon. Vielleicht werde ich auch mal anfangen, in verschiedenen Projekten so ein bisschen im Tausch oder so ein Let's Test oder so ein Angezockt oder was weiß ich machen. Ich muss aber halt viel auf euch, auf eure Rückmeldung hoffen, wo ich nicht viel Rückmeldung von euch kriege. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren euch mal mehr auskotzen würdet. Würde mir echt helfen, um zu wissen, was euch gefällt und was nicht. Ja, im Großen. Jetzt sage ich schon wieder im Großen und Ganzen. Naja, das war's jetzt für den Ding-Vlog hier, und dann würde ich einmal sagen, tschüss.